Und wie eingangs bei der Tagesordnung vollzogen, würden wir jetzt einsteigen in die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Die ist heute nur ein einfacher Runde, weil wir dann ja noch eine aktuelle Stunde haben. Es beginnt für die Fraktion Die Linke, Frau Barkow. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir werden ja gleich in der Aktuellen Stunde sicherlich auch darüber sprechen, entgegen der Prognosen, die wir Ende letzten Jahres zu den Zahlen von Asylbewerbern vorliegen hatten, auf deren Basis wir auch die Personalbestände kalkuliert haben, hat sich die Zahl ja deutlich erhöht. Das führt unter anderem auch dazu, dass natürlich in erheblichem größeren Umfang Unterbringungsmöglichkeiten gesucht werden müssen, dezentrale Wohnungen, kleinteilige Wohneinheiten, Privatwohnungen, WGs etc. Hierbei kommt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung im Bereich Asyl eine besonders hohe Verantwortung zu. Und da ist uns zu Ohren gekommen, dass vor dieser enormen Zusatzarbeitsbelastung der Krankenstand sehr hoch ist. Daher bitte ich Sie um die Beantwortung der folgenden Frage. Wie gedenkt die Verwaltungsspitze, den beschriebenen Aufwuchs an Aufgaben bei gleicher Personalausstattung zu bewältigen? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, liebe Frau Stadträtin Barkow, aufgrund der nicht absehbaren Dimension des Zuwachses an Asylbewerbern konnte im Haushaltsplan 2015-2016 die zur aktuellen Aufgabenbewältigung benötigte Personalausstattung nicht geplant werden im Voraus. Deswegen bediente man sich temporär amtsinterner Aufstockungen. Weiterhin wurden Stellen aus anderen Bereichen der Landeshauptstadt Dresden in das Sozialamt eingespeist. Infolge finden regelmäßige Absprachen zum Personalbedarf zwischen Amtsleiterinnen des Sozialamtes und des Haupt- und Personalamtes statt. Die Stellenzuführung allein führt jedoch nicht automatisch zu deren praktischer Besetzung und damit muss die Stadtverwaltung verstärkt darauf setzen, Freiwillige aus anderen Ämtern der Stadtverwaltung in das Sozialamt zu überführen. Zum 1. Juli 2015 wurde zudem die Abteilung Migration als neue Organisationseinheit im Sozialamt geschaffen. Die Optimierung der Arbeitsprozesse sowie eine regelmäßige Überprüfung der Personal- und Raumkapazitäten besitzt derzeit höchste Priorität. Dann möchte ich hierzu gerne noch eine Nachfrage stellen, und zwar zu dem aktuellen Stand, ob denn die Anstrengungen, die Sie gerade beschrieben haben, ausreichen oder ob da jetzt in Anbetracht der aktuellen Situation noch weitere Anstrengungen und Maßnahmen notwendig sind. Die aktuellen Anstrengungen sind sehr intensiv. Das bedeutet also, dass über 400 Bewerbungen durch die Stadt Verwaltung gesichtet werden. Der Prozess der Einstellung des Personals bedarf aber einer gewissen Zeit, sodass der Bedarf nicht sofort gedeckt wird. Mindestens 10 freie Stellen gilt es zu besetzen und innerhalb der Stadtverwaltung werden deshalb andere Ansätze gefunden werden müssen, um den Aufwuchs von Flüchtlingen oder Menschen, die asylsuchend sind, in der Stadt zu kompensieren. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Sicherheitsunternehmen, die Asylbewerberunterkünfte bewachen. Die Frage dazu ist, ob es der Verwaltung bekannt ist, dass die Sicherheitsdienste und auch Unternehmen, welche für die Sicherung der Asylbewerberunterkünfte beauftragt sind, zum Teil Subunternehmen beauftragen, in denen einschlägig bekannte Rechtsextreme angestellt sind. Fertig? Ja. Dann auch hier übernimmt die Beantwortung Frau Dr. Kaufmann.
Ja, sehr geehrter Stadtrat Schulze, die kurze Antwort lautet nein. Dabei möchte ich eingangs klarstellen, dass die Betreiber der Unterkünfte, sofern vertraglich vereinbart, selbstständig ein Wachschutzunternehmen binden. Die Finanzierung indes erfolgt dabei ausschließlich über bzw. durch die Landeshauptstadt Dresden als Bestandteil des gezahlten Tageskostensatzes pro belegten Platz. Dem Betreiber kommt daher die eigenständige Auswahl der agierenden Unternehmen zu. Um etwaige Vorstrafen der Sicherheitsmitarbeiter auszuschließen, die Sie jetzt angesprochen haben, muss sich der Betreiber von seinen Beschäftigten erweiterte Führungszeugnisse vorliegen lassen. Gleiches gilt für durch die Betreiber gebundene Wachschutzunternehmen. Das Ordnungsamt führt als Gewerbebehörde die Aufsicht über die Unternehmen durch. Die Landesdirektion Sachsen wiederum prüft zudem vor der Beauftragung eines jeden Wachschutzunternehmens dessen Referenzen. Darüber hinaus wird in Absprache mit den Betreibern darauf Wert gelegt, mehrsprachiges Personal mit Migrationshintergrund zum Einsatz zu bringen, mit dem Ziel, mögliche Sprachbarrieren zu überwinden. Mir sind keine zum aktuellen Zeitpunkt Anhaltspunkte dafür bekannt, dass bei den tätigen Sicherheitsunternehmen einschlägig bekannte Rechtsextreme angestellt sind. Die geltenden Verträge beinhalten einen Passus, wonach ein Übertrag einzelner Rechte und Pflichten an ein mit dem beauftragten Sicherheitsunternehmen verbundenes Unternehmen vorgenommen werden kann. Gleichwohl gelten auch hier dieselben oben erwähnten Prämissen. Die Übergabe einzelner Dienstleistungen an andere mit dem Sicherheitsunternehmen verbundenen Unternehmen, wie in den Verträgen beschrieben, kann nur auf der vertraglichen Ebene ausgeschlossen werden. Mir sind, um das jetzt abschließend zu sagen, keine Fälle bekannt, bei denen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Sicherheitsunternehmen durch fremdenfeindliche Äußerungen, herabsetzende oder beleidigende Äußerungen gegenüber Flüchtlingen, Helfern oder Politikern aufgefallen sind. Und sollten derartige Vorfälle auftreten, werden diese seitens des Unternehmens und der Strafverfolgungsbehörden entsprechend auch geahndet werden. Jetzt haben Sie ja praktisch gleich meine Nachfrage, die ich noch gar nicht gestellt hatte, mit beantwortet. Nachfrage trotzdem. Dieses Agieren dieser Rechtsextremen, dann, die in diesen Einschlägen, oder die auch einschlägig bekannt sind, ist ja zum Teil, sag ich mal, sehr subtil. Das ist so, wird uns berichtet dann, also es liegen da auch, sag ich mal, durchaus Informationen vor, dann für die, wie dort agiert wird. Und die Frage ist natürlich an der Stelle, inwieweit, sag ich mal, jetzt auch dann die Landeshauptstadt bei den vergebenen Einrichtungen und auch bei den Unternehmen auch wirklich nochmal schaut, wie diese Subunternehmen letzten Endes dann auch ihre Mitarbeiter rekrutieren, auch auf Hinweise aus der Bevölkerung letzten Endes auch eingehen und inwieweit wirklich dann auch ausgeschlossen werden kann. Also im Moment findet es statt, das ist Tatsache. Aber wie sozusagen in der Zukunft ausgeschlossen werden kann, dass solche Mitarbeiter letzten Endes dort, sag ich mal, auch tätig sind, das wäre dann durchaus nochmal eine Nachfrage wert. Gut. Wie gesagt, der erste Schritt ist die vertragliche Bindung. Dass dieser Passus eine große Wichtigkeit hat, ist ganz klar. Das ist durch die Stadtverwaltung kontrollierbar. Das, was Sie direkt angesprochen haben, Herr Schulze, bedarf der Information von Bürgern oder der Information, die die Stadtverwaltung erreichen, und erst dann kann und wird die Stadtverwaltung auch an dieser Stelle handeln. Im Vorfeld sozusagen eine flächendeckende, oder nicht im Vorfeld, sondern eine flächendeckende und regelmäßige Kontrolle über alle Wachdienste, die Asylbewerbeunterkünfte betreuen, zu ermöglichen, ist, denke ich, momentan A, nicht möglich und B, auch nicht nötig. Also die kurze Antwort heißt, Informationen, die uns vorliegen, dem wird nachgegangen und das ahnden wir auch. Aktuell liegen uns keine direkten Informationen darüber vor.
So, als nächste Fraktion, SPD-Fraktion, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, während der Haushaltsberatung sind durch die dann am Ende den Haushalt beschließenden Fraktionen Die Linke, Grüne und SPD an dem Entwurf der Verwaltung, was die Personalkostenausstattung angeht, Reduzierungen vorgenommen worden im Aufwuchs. Sprich, es gibt mehr Geld für Personal als in den vergangenen Jahren, aber nicht so viel mehr, wie die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Wir haben gleichzeitig beim Haushalt mitbeschlossen, ein Monitoring, sprich eine Berichterstattung. Und ich frage heute nach dem aktuellen Stand der Auslastung des Personalkostenbudgets. Der Hintergrund meiner Frage ist, dass es öffentlich und auch hier im Rat ja heftige Anwürfe gegen die Haushaltskoalition gegeben hatten, dass diese Mittel nicht auskömmlich seien und dass deswegen Stellen in dieser Stadt nicht besetzt werden könnten. Und deswegen meine Frage nach der Auslastung des Budgets für 2015. Die Beantwortung übernimmt gerne Herr Dr. Lames. Ja, meine Damen und Herren, im Jahr 2015 stehen insgesamt 341 Millionen Euro für Personalkosten zur Verfügung. Und das Monitoring, die bisherige Inanspruchnahme, zeigt, dass von diesem zur Verfügung stehenden Geld 1.293.000 nicht ausgegeben werden können und insofern nicht für Personalkosten aufgewendet werden müssen. Also knapp 1,3 Millionen, das sind 0,4% oder für wen das lieber ist, 4 Promille. Und die Kürzung betrug seinerzeit 7 Millionen Euro. Dadurch standen nur 1 Million Euro zur Verfügung für erhöhte Personalaufwendungen. Aber es ist trotz einer verdoppelten Anzahl von Stellenausschreibungen gegenüber den Vorjahren im Jahr 2015 nicht gelungen, einen höheren Personalbestand zu erreichen, als wir ihn in der Vergangenheit hatten. Das war also jetzt keine Frage des mangelnden Geldes, sondern eine Frage der mangelnden Besetzung und Besetzungsmöglichkeit, trotz aller Bemühungen darum. Im Jahre 2016 wird es anders aussehen, aber das ist ja auch im Finanzzwischenbericht abgebildet. Darauf würde ich gerne nochmal die Nachfrage stellen. Wir hatten ja auch mitbeschlossen, dass wir in dem Moment, wenn erkennbar wird, dass zusätzliches Geld benötigt wird, nachsteuern wollen. Und insofern wäre schon auch interessant den Ausblick auf 2016, was uns da erwartet. Bei dem Finanzzwischenbericht kennen sicherlich einige Stadträte, aber die Öffentlichkeit, glaube ich, der ist da weder bekannt noch liegt er ihr vor. Ja, in der Tat, das Monitoring findet ja regelmäßig statt und die Bemühungen um die Besetzung von frei werdenden Stellen sind wegen des anerkannt hohen Personalbedarfs nach wie vor da und vorhanden und werden auch fortgesetzt. Und die Verwaltung wird in dem Fall, dass die Aufwendungen, die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, auf den Stadtrat mit einer entsprechenden Vorlage zukommen müssen. Alles klar, vielen Dank. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Getschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zum Zustand der Sosauer Straße. Das ist eine alte Kopfsteinstraße in Niedersedlitz, die schon seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand ist. Wer sich dort auskennt, hat beobachtet oder kann beobachten, dass sie in den letzten Wochen und Monaten dieser Zustand noch extrem zugenommen hat. Dieser schlechte Zustand liegt wahrscheinlich an der Sanierungsmaßnahmen gerade der 89. Grundschule, weil ja dort viele Baufahrzeuge langfahren. Dazu meine Frage, ist der Stadtverwaltung bekannt, dass der Zustand der Sosauer Straße sich in den letzten Jahren und Monaten so stark verschlechtert hat und allgemein schlecht ist? Und hat die Stadtverwaltung Planungen, wie man mit dem Zustand der Straße umgegangen werden soll? Die Beantwortung übernimmt für den erkrankten Herrn Schmidtler-Martin Frau Jenich.
Sehr geehrter Herr Stadtrat Genschmar, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ja, der Zustand der Sosauer Straße ist der Verwaltung bekannt. In diesem Jahr wurde deshalb der Abschnitt von Amfeld bis Niedersedlitzer Flutgraben grundhaft neu gebaut. Die Erneuerung wird 2016 mit dem Neubau der Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben und dem anschließenden Straßenbau bis zur Reichsstraße fortgesetzt. Baustart ist der 29. Februar 2016 und die Baumaßnahme soll bis zum 8. Oktober 2016 gehen. Um die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, werden sonstige Schäden an der Verkehrsanlage im Rahmen regelmäßiger Instandhaltungsarbeiten beseitigt. Allerdings ist ein grundhafter Ausbau an der Sosauer Straße von der Reichsstraße bis zur Bahnhofstraße mittelfristig, also bis 2019, im Haushalt des Fachamtes nicht gesichert. Im Bereich der 89. Grundschule ist eine Fußgängerquerungshilfe im Jahr 2016 eingeplant und des Weiteren ist 2016 vorgesehen, die westliche Gehbahn der Sosauer Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend bis zur Pfaffendorfer Straße zu ertüchtigen, um die Schulwegsicherheit zu erhöhen. Gestatten Sie mir da eine Rückfrage. Also der erste Teil dieser Antwort ist ja komplett, ich sag mal, gar nicht betreffend mit dem Teil, den ich von der Sosauer Straße gemeint habe. Das bezieht sich natürlich vor der 89. Grundschule zwischen der Bahnhofstraße und der Reichsstraße, dieser Abschnitt. Der linkshändliche ist ja im Gewerbegebiet, den Sie jetzt benannt haben. Mir geht es natürlich dort vor der Sosauer Straße, dass der, dort wohnen die Anwohner. Also dort ist auch durch den, ich sage mal, Zustand der Straße eine extreme, ich sage mal, geräuschliche Störmaßnahmen oder akustische Beeinträchtigung merkbar. Und für die Schüler auch oder für die Eltern, die dort halten können, ist es eine absolute Wellenpiste jetzt auch durch die LKWs geworden. Und wenn dort eine Querung gerade vor der Schule geplant ist, könnte man ja dann wenigstens den Abschnitt, der jetzt durch diese Baufahrzeuge zerstört worden ist, kann man eigentlich sagen, dort überlegen, ob man den dann wenigstens begradigt wieder, dass man das mal mitnimmt. Herr Genschmar, ich nehme das gerne mit. Sie wissen, ich sitze hier als Vertreterin. Wir haben aber auch versucht, Ihre Frage nicht zu interpretieren, wie Sie sie meinen, sondern umfassend zu beantworten. Ich nehme das mit und ansonsten ist es ja dann auch Ihre Möglichkeit, Prioritäten bei der Haushaltsberatung zu entscheiden und zu gucken, was man in das knappe Budget einordnen kann und was nicht. Und wie immer kommt ja die Frage oder die Beantwortung ja nochmal schriftlich, oder? Genau, das okay. Sichern wir zu. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Urban. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, über die Kriminalität am Wiener Platz wird regelmäßig in den Medien berichtet. Drogenhändler, Bettler und organisierte Straßenmusiker behelligen Touristen und Anwohner. Zusätzlich erreichen meine Fraktion inzwischen aus dem gesamten Stadtgebiet Rückmeldungen von Frauen, die im öffentlichen Raum sexuell belästigt werden. Ich gehe davon aus, dass das Sicherheitsempfinden weiter Teil der Bevölkerung inzwischen stark darunter leidet. Und meine Fragen sind, wie gedenkt die Verwaltung, das Sicherheitsempfinden der Menschen in der Landeshauptstadt Dresden zu erhöhen? Welche Maßnahmen können von Seiten des Ordnungsamtes kurzfristig umgesetzt werden? Wie viel Personal steht im Ordnungsamt derzeit für Kontrollen und Prävention zur Verfügung? Wie viel Personal soll 2016 für diesen Bereich eingesetzt und neu eingestellt werden? Polizeiliche Aufgaben sind mit der Frage ausdrücklich nicht gemeint, dafür ist der Freistaat Sachsen zuständig. Die Beantwortung übernimmt Kollege Sittel. Ja, vielen Dank, Herr Orban. Sie haben gesagt, polizeiliche Maßnahmen sind mit der Frage nicht gemeint. Das ist vollkommen richtig, weil dazu könnten wir nichts sagen. Vielleicht außer der Bemerkung, dass wir natürlich, was das Thema Kriminalitätsbekämpfung angeht, die Bemühungen des Freistaates ausdrücklich unterstützen, wieder eine größere Anzahl von Polizeibeamten in den Polizeidienst aufzunehmen, gegebenenfalls auch die Staatsanwaltschaften personell weiter zu untersetzen, weil Kriminalitätsbekämpfung natürlich zu einem sehr großen Teil ein repressives Thema ist. Wir haben aber aus der Mischung subjektiven Sicherheitsgefühl und Kriminalprävention das Thema auch im Kriminalpräventiven Rat der Landeshauptstadt behandelt und als eine Schlussfolgerung in dem Aufgabengebiet, was wir selber anweisen können, haben wir die Einsatztätigkeit unserer besonderen Einsatzgruppe im Ordnungsamt seit Ende September mit dem Schwerpunktgebiet
vom Wiener Platz bis Richtung Neumarkt im Wesentlichen ausgerichtet, weil wir auch in Kontakten mit der Händlerschaft und anderen dort Tätigen dieses Thema auch erkannt haben. Besondere Einsatzgruppe ist ein Aufgabengebiet innerhalb des gemeindlichen Vollzugsdienstes. Dort innerhalb des gemeindlichen Vollzugsdienstes gibt es ansonsten die Verkehrsüberwachung, den Stadtordnungsdienst, den zentralen Innendienst und eben diese besondere Einsatzgruppe, die über 23 Planstellen verfügt, von denen zurzeit 4 Planstellen unbesetzt sind, ein Stelleninhaber langzeitkrank ist. Das heißt, wir haben aktuell für diese Kontrollen 18 Mitarbeiter im Einsatz, die auch im Zweischichtsystem seit Ende September mit diesem Kontrollschwerpunkt tätig sind. Wenn ich sage, mit diesem Kontrollschwerpunkt, ist damit natürlich ausdrücklich verbunden, dass sie zu Tätigkeiten an anderen Stellen nicht zur Verfügung stehen. Ich muss auf die Frage, was geplant ist an Stellenmehrungen, natürlich auf die Beschlussfassung des Stadtrates zum Stellenplan verweisen, der für den Doppelhaushalt gilt. Das heißt, der Stellenplan 2016 wird in diesem Aufgabengebiet der gleiche sein wie im Jahr 2015. Was darüber hinaus das Thema angeht, wird dann halt eine Frage der kommenden Haushaltsberatung auch sein. Eine Nachfrage. Sie hatten jetzt gesagt, es gibt eine spezielle Gruppe, für die für den Bereich Wiener Platz eingesetzt wird und Umfeld. Ist diese Gruppe, die jetzt speziell für diesen Bereich zur Verfügung steht, zu Lasten des gesamten Stadtgebietes sozusagen dort konzentriert oder ist es zusätzlich aufgebaut worden? Diese besondere Einsatzgruppe gibt es seit Anfang 2000, ist sukzessive aufgebaut worden über die Jahre. Sie hat den Schwerpunkt immer dort, wo Tätigkeiten erforderlich sind, die vielleicht gerade noch unter der zwingenden Einschreitschwelle des Polizeivollzugsdienstes des Landes sind, aber oberhalb dessen, was ein normaler Verwaltungsbediensteter im Außendienst leistet, also mit entsprechender Einsatzausrüstung und auch entsprechenden Schulungen und Fortbildungen zum Thema konfliktträchtiges Verhalten und anderen Dingen. Besondere Einsatzgruppe verfügt auch über einen Diensthund. Die zweite Planstelle Diensthund wird im Januar 2016 wieder besetzt werden. Und wir haben diese Schwerpunktverlagerung deshalb auch mit Beginn Anfang September veranlasst, weil ein anderes Themenfeld, insbesondere die Spielplatzkontrollen und die Sachen, die sonst draußen stattfinden, mit Beginn der etwas kälteren Jahreszeit, es zu dem Zeitpunkt vertretbar war, den Einsatzschwerpunkt zu verlagern. Aber klar, Schwerpunktbildung in einem Aufgabengebiet heißt, das ist an anderen Einsatzstellen, von denen es natürlich auch andere gibt, weniger gibt. Das ist im Rahmen der Prioritätensetzung aber von uns auch ganz bewusst jetzt so gemacht worden. Dankeschön. Und zum Abschluss der Fragestunde CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben unlängst 4 Turnhallen in Dresden ohne Beteiligung des Stadtrates für Asylbewerber als Unterkunft genutzt. Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen. Zunächst, wer betreibt die Turnhallen, also die eingerichteten Notunterkünfte, und nach welchen Kriterien erfolgte die Auswahl der Betreiber? Und liegt für jedes dieser Objekte ein Betreiberkonzept vor, welches Punkte beinhaltet wie Ansprechpartner für Bürger und Anlieger, Regelungen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Sicherheit, sowie die Kontrolle deren Umsetzung, und wie werden Hinweise von Anliegern und Anwohnern berücksichtigt? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Böhm, die Turnhallen Schleiermacherstraße und Ginsterstraße betreibt die Johanniter Unfallhilfe. Die Betreibung der Turnhalle Terrassenufer nimmt die Heilsarmee in Deutschland, Dresden, wahr. Die Turnhalle Täterstraße wird von der DEZI GmbH betrieben. Vor der Inbetriebnahme der Turnhallen wurden 8 Betreiber um die Abgabe eines Angebotes gebeten. 2 Betreiber, und zwar die Johanniter Unfallhilfe sowie die Heilsarmee, erklärten sich bereit, die Betreibung kurzfristig, das heißt innerhalb von einem Tag bzw. von 24 Stunden, zu übernehmen. Bezüglich des Objektes Täterstraße wurde entschieden, diesen Standort zunächst nicht zu belegen. Der dafür vorgesehene Betreiber übernahm stattdessen den Standort Berliner Straße.
Da der tatsächliche Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Objektes Täterstraße sehr kurzfristig bekannt gegeben wurde, erfolgte hier eine Telefonabfrage bei verschiedenen Betreibern und dabei erklärte sich als einziger Betreiber die DECI GmbH bereit, das Objekt zu übernehmen. Sie fragten des Weiteren, ob Ansprechpartner für Bürger und Anlieger sowie Regelungen zur Aufrechterhaltung von Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit sowie Kontrolle, deren Umsetzung erfolgt und wie die Anlieger und Anwohner, deren Hinweise berücksichtigt werden. Hierbei ein Satz vorweg, wir haben relativ knappe Bearbeitungszeiten und anders als bei den regulären Übergangswohnheimen kann aufgrund des kurzfristigen Betreuungsbeginns in den Interimsobjekten keine umfassende Betreiberkonzeption vorliegen. Gleichwohl wird natürlich im Rahmen der Kostensatzverhandlungen mit den Betreibern die grundlegenden Spielregeln zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung sowie der inneren Sicherheit analog dem Betreibervertrag vereinbart. Für jedes Objekt wird und wurde im Vorfeld mit Betreibern, Polizei und den Ämtern der Landeshauptstadt Dresden Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der äußeren und der inneren Sicherheit abgesprochen und eingeleitet. Für alle Objekte gilt, dass ein rund um die Uhr Wachschutz und damit 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche im Einsatz ist. Die jeweilige Heimleitung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die sozialen Betreuungen stehen für Anfragen aus der Bürgerschaft zur Verfügung. Und auch die Interimsbetreiber haben bereits erste Kontakte zu den umliegenden Bewohnerinnen und Gewerbetreibenden gesucht. Also das ist sozusagen alles gerade im Prozess. Zudem gibt es Kontakte zu initiieren, die mit Initiativen zusammenarbeiten, sich vernetzen, die mit ihrer Arbeit die soziale Betreuung vor Ort ergänzen und auch eine ganz, ganz wichtige Mittlerrolle übernehmen. Hier sind sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger sehr intensiv im ehrenamtlichen Einsatz und diesen Bürgerinnen und Bürgern gilt auch ganz klar mein ausdrücklicher Dank. Eine Nachfrage noch bitte? Bitte. Was für ein Unternehmen handelt es sich da bei dem Betreiber in Übigau? Was verbirgt sich dahinter? Und zum anderen, wie setzen sich die Punkte des Betreiber? Ach so, gut, okay. Also, was für einen Betreiber handelt es sich da in Übigau? Was verbirgt sich hinter dem Namen? Und zum anderen, wie ist der konkrete Bearbeitungsstand in Bezug auf die Turnhalle Täterstraße? Da wurden ja von den Bürgern, sage ich mal, bestimmte Wünsche an Sie herangetragen, wie beispielsweise Straßenbeleuchtung wieder dort einzuschalten und regelmäßig, sage ich mal, das auch vom Ordnungsamt zu bestreifen. Und wer steht da ganz konkret als Ansprechpartner bereit? Gut, bei der DECI GmbH handelt es sich um einen Betreiber, der sehr langjährige Erfahrungen bei der Betreibung von Asylbewerberheimen innerhalb Dresdens sammeln konnte, also ein erfahrener Akteur für die Stadt. Bei allen Turnhallenstandorten, die also als Interim- oder Notunterkünfte für die Stadt Dresden am sogenannten Netz sind, gibt es einen konkreten Betreiber. In der Täterstraße ist es eben, wie gesagt, die DECI GmbH und Securitas ist dort der sicherheitsdienstliche Dienstleister, welcher vor Ort als Ansprechpartnerin für Fragen und Anregungen für Bürger und Bürgerinnen sowie von Anliegern fungiert. Des Weiteren stehen natürlich den Betreibern örtliche Initiativen wie eben Pro Asyl zur Seite und werden auch sehr intensiv in die Arbeit mit eingebunden.
Darüber hinaus gibt es bei jedem Objekt einen privaten Sicherheitsdienstleister, welcher sich neben dem Betreiber und während dessen Abwesenheiten um sämtliche Belange der Ordnung und Sicherheit in den Objekten sowie in deren unmittelbaren Umfeld kümmert. Beiden Partnern obliegt auch die Kontrolle und Umsetzung bis zur Durchsetzung der allgemein gültigen Regeln der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Dies betrifft natürlich auch die Einhaltung der allgemeinen Regeln zu Nachtzeiten, wobei hier ganz deutlich gesagt werden muss, Herr Böhm, dass es in den Objekten keine festgelegten Nachtruhezeiten gibt, in denen der Sicherheitsdienst das Licht ausschaltet und aufpasst, dass die Menschen, die erwachsenen Menschen, auch wirklich schlafen. Hinsichtlich Ihrer Frage zum Thema Straßenbeleuchtung gibt es bisher in der DBOB, in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters, keine abschließende Entscheidung. Vor dem Hintergrund einer gesamtstädtischen Entscheidung hat der OB hierzu nochmals einen konkreten Prüfauftrag in Richtung dem Geschäftsbereich 6 Stadtentwicklung erteilt. Erlauben Sie bitte noch eine kurze Nachfrage mir. Welche Objekte betreibt der Betreiber bislang in Dresden? Liefern wir schriftlich nach. Ja, Herr Böhm, die Antwort würde ich Ihnen kurzfristig schriftlich nachreichen. Danke. So, für die Fraktionslosen liegt uns heute keine Frage vor und damit wäre die Fragestunde beendet. Und wie ich eingangs bei der Tagesordnung